Stadt Winterthur verfügt über rund ein Dutzend Abfallsammelfahrzeuge. Pro Jahr muss eins ersetzt werden. Bisher sind die Fahrzeuge hauptsächlich Dieselbetriebe. Und im Stopp- und Go-Verkehr in der Stadt haben die einen sehr hohen Energieverbrauch. Stadt Winterthur hat das Hybridfahrzeug getestet, doch der Unterhalt des Fahrzeugs ist einiges höher, verfügt es doch über zwei verschiedene Antriebssysteme. Jetzt will die Stadt Winterthur mit einem innovativen Winterthur-Unternehmen ein erstes Elektrosammelfahrzeug bauen. Das ist zwar doppelt so teuer in der Anschaffung, aber trotzdem eine gute Lösung, die auch die CVP-EDU-Fraktion unterstützt. Sie ist kostengünstig, energiesparend und innovativ.